Volles Haus im Golfclub Neuhof beim Jubiläumsturnier mit Spielern aus 14 Nationen. 100 Jahre internationale Amateurmeisterschaft von Deutschland mit einer prominenten Siegerliste von späteren Tourspielern. Deswegen ist das sowas wie ein Sprungbrett. Also wer die internationalen Deutschen gewonnen hat einmal, den wird man wahrscheinlich auch auf professioneller Ebene wiedersehen. Das Niveau auch diesmal beeindruckend. Martin Keskari hatte mit einer 65 in der ersten Runde einen neuen Platzrekord aufgestellt. In Führung vor der Finalrunde allerdings sein Frankfurter Teamkamerad Sebastian von den Hoff. Der ehemalige Kaderspieler hatte mit Freundin Alessa mal eine ganz andere Saisonvorbereitung gewählt. Im Winter war ich 4 Monate mit meiner Freundin auf Weltreise. Ja, da habe ich die Schläger mal komplett liegen lassen und ja, Vorbereitung, wenn man es so nennen will. Einen Schlag zurück, Maximilian Rottluff vom Golfclub Rubelrad und der Arizona State, dem College von Open Champion Phil Mickelson. Ich hatte ihm auch Glückwünsche ausrichten lassen über unseren Coach, seinen Bruder. Das ist natürlich klasse. Ich hoffe, dass wir ihn jetzt im nächsten Semester mal wieder sehen. Letztes Semester kam er raus, hat uns zugeguckt. Von daher, ich bin gespannt, aber es ist natürlich eine super Sache. Daniel Schmieding war im Golfclub Neuhof schon vor 2 Jahren ganz nah dran am Titel. Er arbeitet in der Finanzbranche und ist auch in einer ganz anderen Sportart erfolgreich. Ich mache was Ernstes, ich arbeite, ich spiele Golf nebenbei und habe früher ein bisschen Poker gespielt. Wenn man meinen Namen in Google eingibt, dann kommt es noch ab und zu, aber hauptsächlich Golf und Finanz. Am Schlusstag war nach 12 gespielten Löchern aber auf einmal ein Däne ganz vorn. Mats Søgaard war mit seinem 5. Birdie des Tages auf 10 unter Par gegangen. Und auch Dominik Voss griff nochmal an. Das 15-jährige Ausnahmetalent mit Handicap plus 6,5 wurde von seiner ganzen Familie begleitet. Voss zeigte sich gewohnt stark auf den Grüns und belegte am Ende mit 8 unter Par den 4. Platz. Daniel Schmieding blieb mit guten Putts ebenfalls lange dran. Aber 3 Wasserbälle zerstörten alle Träume vom Titel. Ein grandioses Finale gelang Marcel Ohorn. Birdie, Birdie zum Abschluss und ein Platz auf dem Podium für den Spieler vom Golfclub Stolperheide. Ganz im Gegensatz zu Sebastian von den Hoff. Gleich 6 über Par auf den 2. 9 waren zu viel. Ein enttäuschendes Finale auch für Mats Søgaard. Der Däne beendete die Runde mit 2 Bogies. Und das war die Chance für Maximilian Rottluff. Dem Schüler von Günther Kessler reichte jetzt ein Par auf der 18. Sein 2. Schlag 118 Meter mit dem Pitching Wedge. Der Birdie-Putt fiel nicht, aber es war geschafft. Der neue internationale Amateurmeister von Deutschland heißt Maximilian Rottluff vom Golfclub Rubelrad. Bedeutet mir sehr viel. Ist eigentlich der erste wirkliche Einzeltitel, den ich in Deutschland jetzt geholt habe. Besonders auch jetzt auf dem Pokal zu stehen mit meinen guten Freunden Moritz Lampert und Max Kiefer. Ich gestern Abend noch mit Mo gesprochen. Er sagte, mein Name würde sich ganz gut machen unter seinem. Ja, dass es jetzt doch so gekommen ist, freue ich mich natürlich riesig. Auch Max Rottluff will als Profi Karriere machen, wie so viele Sieger in der 100-jährigen Geschichte der internationalen deutschen Amateurmeisterschaft. Noch 3 Jahre College und dann darf sich Golf Deutschland auf das nächste große Talent im Profizirkus freuen.